Zukunft 2050 und bitte versetzt euch jetzt in ein Szenario. Ihr sitzt zu Hause auf der Couch und habt den Fernseher eingeschalten und schaut uns an. Wir sind euer Fernseher. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mischwesen aus der Zukunft, der Andromeda-Galaxie. Wir möchten Sie hier ganz herzlich zum ersten intertransdimensionalen Energy Talk begrüßen. Als Moderatorin darf ich an dieser Stelle unseren heutigen Special Guest, exklusiv für Sie aus dem Jahr 2050 angereist, begrüßen, Venus Titania. Als Sprecherin des Umwelt- und Sozialausschusses möchte sie ihr Konzept einer völlig gesunden und nachhaltigen Gesellschaft auch uns vorstellen und bei uns etablieren. Mensch Titania, schön Sie hier begrüßen zu dürfen. Ja, Mensch Titania, um Sie zu korrigieren. Verzeihen Sie, auch wenn mir die von Ihnen angesprochene Thematik unbekannt ist, tut es mir vielfach leid, falls ich Sie verletzt haben sollte. Nun, im Jahre 2050 ist die Veredelung der Gene schon viel weiter fortgeschritten als heute. Hier zeigen die Menschen ihre Skrupel bei der Anwendung der Genetik. Ja, bitte belassen wir es vorerst dabei, denn, liebes Publikum, in dieser intertransdimensionalen Diskussionsrunde geht es um die Erdölalternative, die im Jahr 2050 verwendet wird und auf welche Neuerungen wir uns in der Zukunft freuen dürfen. Sie blicken auf eine glorreiche Zeit. 2034 wird von einer besonderen Wissenschaftlerin Trepler 2 Holz, der Wurmloch hinab, erfunden. Mit dem werden wir in völlig neue Welten vordringen. Welten, deren Schönheit und Unberührtheit unermesslich ist. Eine Welt wie vor 1000 Jahren, eine Welt wie vor... Eine Welt vor der menschlichen Rodung der Wälder und der raffgierigen Ausbeutung fossiler Ressourcen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier unterbreche, aber ich kann mir im Moment nur sehr schwer etwas vorstellen unter dem Begriff Wurmlochinator und weitere Welten. Bitte erläutern Sie das rein, Titania. Nun, damit verhält es sich so. Diese Welten sind grundlegend verschieden zu den uns bekannten Welten, also der uns bekannten Dimension Erde A. Der Wurmlochinator durchdringt den Raumzeitmantel der Dimension A und öffnet ein Wurmloch in eine weitere Dimension. Bis jetzt kann man in 4 Dimensionen reisen. Dimension Erde B, Dimension Mond B, Dimension Erde C und Dimension Erde A 2017. Das letzte Portal war am schwierigsten zu kreieren, da hier noch da nicht nur der Raum verändert wird, sondern die Zeit. Der Wurmlochinator, den zu erklären, würde jedoch den Rahmen sprengen. Deshalb gehe ich nur auf die Kernfrage zurück und versuche, diese kurz zu beantworten. Es wird also ein Port erstellt zur Dimension Erde B und dort gibt es, entschuldigen Sie, gab es bis zu unserem Erscheinen keine Zivilisation. Da lebten die Menschen wie Tiere, alle in Einfachhütten, bestenfalls aus Leben. Aus diesem Grund sind wir zu ihnen gekommen, um ihnen die Wohltaten der modernen Technik näher zu bringen. Mit ihrem Erdöl und ihren Rohstoffen bauten wir eine völlig neue, gute Zivilisation, die ihren Beitrag leistet, die Dimension Erde A sauber und emissionsfrei zu halten, indem sie 90% ihres Kohlestroms zu uns schicken und so ihre Erbschuld zurückbezahlen. Und Sie meinen nun, sollen auch wir die Menschen zu unterdrücken beginnen und zu versklaven, um neue Rohstoffe zu erbeuten und auch unsere Energieprobleme mit einem identen Projekt zu lösen? Ja, absolut. Der Genozid an den Erde-B-Menschen hat den Lebensstandard der Rheinmenschen beflügelt. Er hat die Forschung vorangebracht. Ja, was? Was meinst du? Was haben Sie gesagt? Ein Genozid war die richtige Entscheidung. Der Völkermord. Der Völkermord war die richtige Entscheidung. Genozid, Völkermord, das war eine der Aussagen, von denen ich von den linksradikalen transtemporal und transdimensionalen humanfaschisten häufiger konfrontiert wurde. In der 2050-Zeitachse kommt es ständig durch eben diese minderwertigen Mischmenschen zu Boykotten der Transportwellen. Also, bitte was? Boykottiert. Ich vergaß aber die Transportwellen, dazu nur kurz. Um es einfach zu halten, stellen Sie sich einen Supermagneten vor, der 3 Meter hohe Transversalwellen erzeugt. Diese sind so stark, dass sie die gepolten Glasfaserkapseln tragen, in denen Personen und Güter transportiert werden. In 10.000 Meter schwingen diese durch die Luft. Ein unglaubliches Erlebnis. Eine wahnsinnig effiziente Lösung für Kurz- und Langstreckenreisen. Durchaus etwas energieaufwendig.
und die dafür benötigte Energie stehlen sie der Bevölkerung auf Dimension Erde B. Jetzt demonstrieren die. Und wie nannten sie linksradikalen, intertranstemporal und intertransdimensional Humanfaschisten? Gegen was demonstrieren die nun? Hätten Sie mich nicht unterbrochen, wissen Sie das bereits, dass diese Mischmenschen immer wieder absichtlich eine falsche Polarität wählen und zu einer Gruppe den gesamten Wellenstrom attackieren. Damit riskieren sie das Leben Tausender, weshalb wir den Transportwellen für Stunden außer Betrieb nehmen müssen, bis wir die sabotierenden Feiglinge mit Tomahawk-Raketen aus der Luft gefischt haben. Sind die Motive dieser terroristischen Vereinigung denn bekannt? Ja, wieder noch nicht. Die schreien immer wieder dasselbe. Schluss mit der Unterdrückung in den anderen Welten, oder Mensch bleibt Mensch, egal wo er lebt. Jedes Mal dasselbe Gelaber von Unterdrückung, dass wir sind, die diese Menschen vor Hunger und Qual bewahren und ihnen das Wunder der Zivilisation schenken, davon ist nie eine Rede. Hier spricht Interpol, wegen Verdacht auf internationalen Terrorismus, Wirtschaftsschädigung sowie Irreführung mit illegaler Technologie, sind Sie festgenommen. Legen Sie sich flach auf den Boden oder wir schießen! Woo!